Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Story. Heute soll es mal darum gehen, wie wir von der Polizei verfolgt wurden. Mit wir meine ich den Obstlieferanten, den Tabakhunter, Marcel und mich. Stoney war auch noch dabei, aber der war zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr da. Das Ganze hat sich am 29. August abgespielt, also ist noch nicht allzu lange her. Aber bevor wir richtig mit der Story beginnen, mache ich noch etwas Werbung für meinen Instagram-Account. Der ist natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung verlinkt. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus, denn dort gibt es mehr Bilder und Videos zu den ganzen Stories und allgemein mehr im Blick in meinen Alltag als Tee-Konsument. Und ganz wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass ich mich von jeglichem Drogenkonsum distanziere und niemand dazu rufen möchte, Drogen zu konsumieren. Beginnen wir jetzt aber mit der Story, und zwar haben wir uns eben in der Nachbarstadt für mich getroffen. Der Tabakhunter hat mich mitgenommen, wir haben uns beim Jugendzentrum getroffen und seine Mama hat uns dann hingefahren. Wir sind dann eben in der besagten Stadt ausgestiegen am Bahnhof und sind dann Richtung Park gelaufen, der war vielleicht 100 Meter vom Bahnhof entfernt. Dort haben wir uns dann erstmal auf eine Parkbank gechillt und auf die anderen gewartet. Es war eigentlich 18 Uhr ausgemacht, haben es dann aber auf 19 Uhr verschoben, weil da keiner von uns um 18 Uhr schon konnte. Dann haben wir eben, wie gesagt, 19 Uhr ausgemacht, da war dann aber auch noch keiner da und wir haben dann in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, wir kommen wegen später, falls in Tabakhunter seine Eltern noch nicht daheim waren. Und dann haben alle Stress geschoben, ja, wir sollen bloß pünktlich sein und dann waren wir eben 19.20 Uhr da und es war halt echt noch kein anderer da. Wir haben dann noch so 10 Minuten gewartet und dann kam Marcel zu uns. Der hatte auch noch so 8 Bierchen in seinem Rucksack dabei und davon haben wir dann auch erstmal eins gezischt. Während wir dort auf die anderen noch gewartet haben, haben wir noch über eine Musikbox Musik gehört. An dem Abend war irgendwie sau viel los, da sind voll viele Leute an uns vorbeigefahren mit dem Fahrrad oder vorbeigelaufen und alle haben uns richtig komisch angestarrt, als wären wir so irgendwelche Außerirdischen. Also haben uns echt richtig komisch angeguckt, auch übelst lange, während sie vorbeigelaufen sind. Und ich meine, wir hatten die Musik echt nicht laut und wenn die gekommen sind, haben wir sie auch immer extra leiser gemacht. Also die hatten nicht wirklich einen Grund, uns anzustarren, aber irgendwie haben wir immer so das Talent, dass uns immer alle Leute anstarren oder so. Auch damals, immer wenn wir irgendwie auf dem Gehsteig unterwegs waren, da rumgelaufen sind, haben uns irgendwelche Leute angehupt oder so, obwohl wir da einfach nur ganz normal rumgelaufen sind. Also ganz, ganz komisch. 5 Minuten nachdem Marcel eingetroffen ist, kam dann auch noch der Obstlieferant. Der hat aber bis dato dann nur Wasser getrunken, weil er davon noch nichts gegessen hatte und auf leeren Magen wollte er keinen Alkohol trinken. Circa um 20 Uhr kam dann endlich auch Stoney. Der hat dann auch sofort erstmal ein Bier getrunken und dann haben wir auch nochmal alle paar Shots getrunken, weil Marcel hatte noch ein paar Plastikshotbecher dabei. Wir kamen dann auch mal wieder auf die glorreiche Idee, brennende Shots zu trinken, was mit Plastikshotbechern, wie man sich bereits denken kann, einfach mega dumm ist. Also wenn man das anzündet, brennt das so schnell und dann ist der Plastikbecher meistens auch schon weggeschmolzen. Auf jeden Fall haben dann Stoney und ich einen getrunken, nur bei mir ist das ein bisschen in die Hose gegangen. Ich habe den angezündet, das war übrigens 77er Absinth. Hab das dann schon in meinen Mund geschüttet und dabei was verschüttet, also ich habe dann am Oberkörper, an den Händen und an den Füßen gebrannt. Jetzt nicht krass und auch nicht lang, aber das kann auf jeden Fall auch gefährlich werden, vor allem wenn das eben so gerade im Gesicht irgendwie ist. Ich habe dann erstmal den Becher weggeworfen auf den Boden und dann hat der Boden auch erstmal das Brennen angefangen, also ich habe das irgendwie nicht ganz so hinbekommen, diesen Shot zu trinken. Dann haben wir eben schnell das Feuer gelöscht und ich war dann auch, wir waren dann noch ein paar Minuten dann und dann habe ich noch ein bisschen was getrunken, dann war ich auch relativ gut dabei. Stoney musste dann aber auch schon wieder relativ bald gehen, weil der wollte weiter in den Club gehen. Der hat sich da irgendwie mit seinem Bruder und ein paar Kollegen verabredet und der wollte dann eigentlich wieder zu uns kommen. Dazu kam es aber natürlich nicht, das dachten wir uns aber schon. Also der war da vielleicht eine halbe Stunde bei uns und dann musste der auch schon wieder weiter. Aber kurz bevor dann Stoney zum Bahnhof gelaufen ist, ist noch jemand mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Den kannten wir, glaube ich, gar nicht, aber der Tabakhunter hat ihn dann erstmal angeschrien, ja, willst du ein Bier? Der Typ hat angehalten, seine Kopfhörer raus, dann gefragt, ja, was? Und dann hat der Tabakhunter eben nochmal gesagt, ja, willst du ein Bier? Der Typ hat dann eingewilligt, der war vielleicht so 20, schätze ich mal, hat dann schnell ein Bierchen gezischt, mit dem haben wir uns dann auch nochmal kurz unterhalten. Der ist dann auch so nach 5 Minuten wieder weitergefahren, hat sich fürs Bier bedankt und wir haben dann eben unseren ganzen Stuff zusammengepackt. Stoney ist Richtung Bahnhof gelaufen. Ich wollte meine Bierflasche irgendwo in die Hecke werfen, hab schon so ausgeholt, wollte sie gerade loslassen, sehe, dass da so Leute kommen. Dann wollte ich sie eigentlich festhalten, dann ist sie mir trotzdem aus der Hand gerutscht, volles auf dem Boden vor den Leuten. Das war mir dann irgendwie auch mega unangenehm. Die haben mich dann auch richtig komisch angestarrt, weil das schon sehr komisch aussah, wie ich versucht habe, die Flasche noch so irgendwie aufzufangen oder so. Dann habe ich die Scherben erstmal so auf ganz professionell unter die Bank geschoben und bin dann einfach schnell weggegangen. Wir sind dann ohne Stoney zu einem China-Restaurant gelaufen, denn wir hatten eigentlich alle relativ gut Hunger und dort war All-You-Can-Eat-Abend.
Als wir dort dann aber angekommen sind, hatte das Restaurant zu und wir standen dann vor verschlossener Tür und hatten halt keinen Plan, was wir jetzt machen sollten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, zum Griechen zu laufen. Der war dann genau auf der Strecke, wo wir eben hergekommen sind. Also wir mussten die gleiche Strecke zurücklaufen. Also haben wir uns auf den Weg Richtung Grieche gemacht und auf dem Weg dorthin hat einer von uns ein Straßenschild geklaut. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Das war von irgendeiner Baustelle, also es war jetzt nicht ganz so wichtig, also es war jetzt kein Vorfahrtsschild oder so, sondern einfach nur ein Baustellenschild oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas war das. Die Lichter in den Häusern waren eigentlich größtenteils aus, also eigentlich dachten wir, dass uns keiner sieht. Ich bin mit dem Obstlieferanten etwas vorangegangen, er hatte sein Fahrrad dabei und er ist halt neben mir hergefahren. Und Marcel und der Tabakhunter waren hinter uns, also einer von den beiden hatte das Schild irgendwie. Die haben das dann in den Mülleimer entsorgt, weil es denen zu blöd war, weiterzutragen. Und der Obstlieferant und ich waren dann eigentlich an dem Spot, wo wir uns ursprünglich getroffen haben. Dann sehen wir hinter uns so ein Auto vorbeifahren und der Obstlieferant sagt aus Joke so, die Bullen. Ich drehe mich um, sehe, dass es echt die Bullen sind, schrei die Bullen. Dann werden die auf einmal immer langsamer und langsamer, halten dann quasi schon an und wie ich das gesehen habe, habe ich das Rennen angefangen. Also ich bin echt um mein Leben gerannt und der Obstlieferant ist mit dem Fahrrad straight abgehauen. Der Tabakhunter hat sich dann in irgendeinem Busch reingeworfen und da versteckt. Bei dem lief aber noch Musik und er hat dann erzählt, dass er ziemlich Angst hatte, dass die Polizisten das irgendwie hören. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Marcel da zu dem Zeitpunkt stand. Der hat sich, glaube ich, auch irgendwo versteckt. Auf jeden Fall haben die beiden uns berichtet, dass eben die Polizisten angehalten haben, irgendwie umgedreht sind mit Vollgas, den Gehsteig lang gescheppert sind. Die wollten uns wohl irgendwie den Weg abschneiden, weil die sind eine andere Strecke gefahren, aber wenn sie da ausgestiegen wären und so, hätten die uns den Weg abgeschnitten und das war scheinbar denen ihr Ziel. Wir haben uns dann erstmal ein wenig versteckt, sind dann über ein paar Schleichwege gegangen. Ich habe dann auch nochmal den Obstlieferanten angerufen, den Tabakhunter und Marcel. Wir haben uns dann verabredet, dass wir eben uns beim Griechen treffen. Das haben wir dann auch getan, haben uns dann dort draußen hingesetzt und erstmal was gegessen. Natürlich, wie es üblich ist, haben wir vor dem Essen einen Ouzo bekommen und danach auch. Das war auch richtig nice dort dann. Also wir haben richtig gut gegessen und uns einfach recht gut gehen lassen, erst bei den Schock verarbeitet. Nachdem wir dann mit dem Essen fertig waren, sind wir dann wieder zurück zum Schild gegangen, also zu dem Mülleimer, wo das Schild drin war. Marcel hat sich dann gegrabt und dann sind wir zu unserer ehemaligen Schule gelaufen. Er hatte dann das Schild die ganze Zeit auf den Schultern. Wir sind auch an der Fahrschule vorbeigelaufen. Da waren dann auch noch Leute, die haben uns auch richtig komisch angeguckt, was natürlich dieses Mal tatsächlich verständlich ist. Wie gesagt, sind wir dann zu unserer alten Schule, haben uns da ein bisschen in den Pausenhof reingechillt, noch ein bisschen Musik gehört, noch ein bisschen geredet. Und allzu viel ist dann an dem Abend auch nicht mehr passiert. Das Ganze hatte aber tatsächlich noch Folgen, denn Marcel wurde angezeigt. Der hat letztens eine Vorladung bekommen, in der eben stand, ja, dass er verdächtigt wird, eben ein Straßenschild in dieser Nacht geklaut zu haben. Der Obstlieferant hat auch ein Schreiben bekommen, der wurde aber nur als Zeuge eingeladen. Das Ding ist, Marcel wohnt nicht mal in der Stadt, wo das alles passiert ist, sondern nur eben der Obstlieferant. Wir wissen ehrlich gesagt auch nicht, wer die erkannt hat. Also die vermuten, dass es irgendeine Frau war, die irgendwie ein bisschen kannten, keine Ahnung. Und ja, Marcel war eben letztens dort, hat dann ausgesagt, alles bestritten und ja, der Obstlieferant hat jetzt glaube ich noch die Vorladung, aber wir werden dann mal sehen, wie das Ganze ausgeht. So, das soll es dann jetzt auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Ich würde mich über ein Abo und einen Kommentar natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.